Schönen guten Morgen. So, auf dem Sprung. Der Harrison seit 2 Tagen macht mega Terror, dass er raus will. Normalerweise ist überhaupt kein Problem, dass der wartet, bis wir fertig sind mit allem. Aber irgendwie kickt die Pubertät, glaube ich, so richtig rein. Deswegen gehe ich jetzt erstmal mit ihm raus, bevor ich hier weitermache. Und ja, es ist schon Challenge-Tag Nummer 11. Und ja, ich muss sagen, ich war heute Morgen mega überrascht. Also man sollte sich natürlich nicht jeden Tag wiegen. Aber ich muss zugeben, ich mache das schon nicht jeden Tag, aber jeden zweiten, jeden dritten. Und habe jetzt gedacht, okay, F15 hat angefangen. Da darf man ja von Kalorien her mehr essen, geht man hoch, ne? Und dann kann das natürlich schon sein, dass man mal ein paar hundert Gramm mehr auf der Waage hat, was dann morgen im Prinzip wieder runter ist. Das kann schon passieren. Aber ich muss sagen, ich war mega überrascht. Es war nämlich nochmal 600 Gramm weniger auf der Waage, obwohl ich, wie gesagt, mehr gegessen habe. Also, ja, also ihr habt ja gesehen, was ich gegessen habe. Also Chili zum Mittagessen und zum Abendessen. Den Eiweißriegel von uns und den Eiweißshake nochmal. Und ja, ich muss sagen, ich bin mega zufrieden. Aber wie gesagt, nur an alle Teilnehmer, wenn das auch mal so ein paar hundert Gramm hochgeht, das ist überhaupt kein Problem. Das ist total normal. Manchmal hat man einfach mehr Wasser im Körper oder eben nicht genug geschlafen. Das kann verschiedene Gründe haben. Das ist aber meistens innerhalb vom nächsten oder übernächsten Tag wieder weg. Es gibt auch Tage, da bleibt das Gewicht gleich. Man nimmt ja nicht kontinuierlich ab. Deswegen sollte man sich eigentlich nicht jeden Tag wiegen, sondern im Prinzip nur dann, wenn es vorgeschrieben ist. Also wir haben uns jetzt gestern zum Abschluss von Klinoin gebogen und dann vielleicht, also in der Regel wiegt man sich eigentlich erst nach den 15 Tagen wieder. Aber man kann natürlich in der Mitte, so nach 7 Tagen, schon mal sagen, man wiegt sich, ne? Also je nachdem. Aber es gibt natürlich auch Leute, ich kenne das, die sich jeden Tag wiegen und das einfach mal als Beruhigung. Und ja, jetzt wollte ich euch mal zeigen, wir hatten ja hier diese Bohnen von der Shalima bekommen. Und die haben wir gepflanzt und zwei sind jetzt schon zur Pflanze geworden. Also hier steht Freunde drauf. Also es waren 5 Stück mit verschiedenen Prägungen und die Prägung soll 10 Tage halten. Und hier, das kann man nicht so gut erkennen, weil das irgendwie so ein bisschen zerstört ist. Aber hier kann man erkennen, dass es der Schmetterling sein soll. Also ich bin gespannt, was aus diesen Pflanzen wird. So, und jetzt gehe ich erstmal raus mit der kleinen Maus. Good morning, people. Free Harrison. Was hast du sagen? Ah, nee, du hast ja schon zweimal guten Morgen gesagt, glaube ich. Dreimal guten Morgen gesagt. Von mir einen guten Morgen. Jetzt sind wir mal zusammen unterwegs, weil der ein bisschen rumgeklingelt. Schon seit gestern irgendwie klingelt der morgens rum. Hat mir auch keine Ruhe gelassen. Und ich dachte, wenn ich ihn eh schon runtertragen muss und später wieder hochtragen muss, dann kann ich auch gleich mit raus, ne? Weil wir müssen auch die Steps sammeln. Jeder Gang macht schlank. Wo ist denn der Harrison? Ah, da kommt er. Na ja, guck mal, was der Tag bringt. So, back on track. Und das heißt, wie immer, ja, und hier haben wir das Rezept für heute. Hat zwar nur 3,5 Sterne, es hat aber nichts zu heißen. Gemüse-Lachs-Auflauf. Alles schön, sage ich mal, niedrigkalorisch. Und let's go. Sorry fürs Reingehen. Ja, und das sind auch schon die Zutaten für heute. Klar, noch ein paar Gewürze, aber hier Paprika, Brokkoli, Wildlachsfilet. Statt Milch, normale Milch, nehme ich hier halt eben, ne, Mandelmilch oder Mandeldrink. Zucchini, Schalotte, Knoblauch, Magerquark und ein paar Eier, Salz, Pfeffer, Gedöns, Muskat und. Ja. Das sage ich einfach mal, let's go. Und hier ein erstes Zwischenergebnis. Das ganze Gemüse wurde schon vorgegart. Der Lachs einfach nur hinzugefügt und drüben im Thermomix wird weiterhin eine Soße angemischt, zubereitet. Genau. So, das ist jetzt so eine ganz, ganz wilde Soße mit oben drauf. Aus Magerquark, Eischnee, der Mandelmilch. Und ja, Muskat, Salz, Pfeffer. Mal gucken, wie das jetzt gleich im Ofen aussehen wird. Der Tisch gedeckt, Essen ist fast fertig. Ich fahre jetzt rüber zum Großvater, abholen. Hab mich derweil auch ein bisschen fertig gemacht, aber ich sehe wieder, ich müsste mal wieder zum Friseur. Wieder zum TÜV. Oh, hör doch auf. Schon wieder. Ja, sieht echt gut aus. Bin mal gespannt, ob der Fisch durch ist. Und ja, halt eben, das ist so aufgegangen von dem Eischnee. Das ist Eischnee. Ja,
und schmeckt das was? Deine Worte ist nicht. Der Temo haut da wieder ins Haus. So ein Lob schnell, kein Kommentar. Ich schwör's euch, ne, wer sich dieses System überlegt hat, hier für diese Luftstopper für die Türen, ne, so eine Poolnudel da reinzumachen, die nicht reingeht. Ich verstehe die Welt nicht. Warum funktioniert das nicht? Du bist ja auch am Struggle. Ja, dann ist eindeutig der User wieder der Endkunde, der es falsch macht. Also ich kapier's nicht. Geht nicht, nein. Toll, und hier ist es so groß. Ist so kurz. Es ist so leicht. Das ist doch scheiße. Und hier? So, Problem gelöst. Hier ein bisschen abgeschnitten. Hier ein bisschen dran gemacht. Fertig. Wer ist Daniel Düsentrieb? So, ein weiterer Tag geht zu Ende. Vlog Nummer 17. Ich hocke hier schon im Büro. Schneid das Ganze hier gleich. Es war noch ein bisschen was zu tun heute Abend. Mussten auch noch nach Neustadt rüber. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Ich hocke mich jetzt hier hin, schneide das Ganze, wünsche euch einen wundervollen Abend oder auch einen wundervollen Tag, je nachdem, wann ihr das hier schaut. Lasst gerne ein Like da, abonniert das Ganze hier. Liken, abonnieren, teilen, kommentieren vor allem. Und ja, teilt das Ganze auch. Und was soll ich sagen? Bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Bis morgen.